Hey Leute und willkommen zu der letzten Folge PES 2020 mit dem FC Bayern München Trainerkarriere. Letzte Folge, aber es dauert nicht lang, ein, zwei Tage, dann kommt schon PES 21 raus. Und PES 21 wird es natürlich auch wieder eine Trainerkarriere mit dem FC Bayern München geben. Heute die letzte Folge, ich bin so aufgeregt war ich glaube ich noch nie, also es ist unglaublich. Wir haben das Double gewonnen, wir haben die Meisterschaft, wir haben DFB-Pokal gegen Schalke absolut gut gewonnen. Könnt ihr übrigens bei der letzten Folge rechts oben am i verlinkt vorbeischauen, wenn ich es nicht vergesse. Also es war eine krasse Saison und heute haben wir das letzte und das einfach wichtigste Spiel. Wir spielen gegen Paris Saint-Germain, genau wie in echt, im Champions League-Finale. Wir sind im Wembley Stadium, glaube ich. Und da steht er, der Pokal. Leider nicht der echte, aber trotzdem immer noch schick. Paris Saint-Germain gegen Bayern München, Bestbesetzung, da gehe ich mal von aus. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich weiß nicht, also ihr müsst mir unbedingt die Daumen drücken. Vielleicht sind auch ein paar von euch da draußen gerade ein bisschen nervös. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und gerne auch abonnieren, um dann eben zum Start von PES 21 nichts zu verpassen. Es wird natürlich losgehen mit einem Tutorial, wie man sich die Mods, die Lizenzen ins Spiel reinpatchen kann. Und dann geht's weiter mit der Trainerkarriere und noch einem Special und einem weiteren coolen Projekt. Boah. Das ist die Aufstellung. Müller eigentlich als hängende Spitze gedacht, aber das wird hier so angezeigt, als wäre es ein Doppelsturm. Ist mir auch eigentlich total scheißegal. Mbappé wird anstoßen. Ich habe einfach verdammt viel Angst davor. Drück mir die Daumen, let's go! Ah, leider nicht so gut in die Mitte gebracht. Ich werde übrigens sehr viele Highlights hier mit reinschneiden. Sehr viel Gelaber. Die Folge könnte ein bisschen länger werden. Oh, wir kommen nicht richtig an den Ball. Und da gibt es die erste Chance. Neuer. Und auf der anderen Seite ist es Thomas Müller. Wir treffen nur leider das Tor noch nicht. Und Sané. Erster Schuss aufs Tor von uns. Sané bleibt mal kurz liegen. Hoffentlich nichts Ernstes. Lewandowski, jetzt komm. Robert Lewandowski. Der Lupfer war nicht so gut. Scheiße. Der Torwart kam so ein bisschen raus. Dann wollte ich lupfen, aber es war nicht gut. Scheiße, Mann. Und 1-0 Paris. Scheiße. Und ausgerechnet Draxler. 29. Spielminute. Fuck. Das ist schlimmer wie alles andere. Schlimmer wie alles andere, echt. Jawohl, so gut von Thiago und jetzt bitte mach ihn rein! 1-1! Und man hört auch genug Bayern-Fans, vielleicht ist es doch so. Vielleicht haben sie es doch irgendwie gepatcht, dass halb-halb ist oder so. Das war so gut von Thiago da reingestochen und auch klug abgeschlossen. Oh. Alter, ich habe schon so einen Schock gekriegt. Boah, das war aber so nice, dass Thiago genau da reinsticht. Ich habe schon so einen Schock gekriegt, dass Paris hier in Führung geht. Ey, es steht jetzt wieder 1-1. Robert Lewandowski, scheiße. 2 Minuten Nachspielzeit bis zur Halbzeit. Kriegen wir noch eine Chance. Müller, Thomas Müller, ah, jawohl! Thomas Müller! Ähnlich wie Thiago, ein Step nach rechts.
und der Step nach rechts. Tricks den Torwart aus. Thomas Müller trifft in dem Champions League Finale. Spiel gedreht vor der Halbzeit. Hier der kleine Schlenker knockt halt beide aus. Marquinhos war es, glaube ich, und den Torhüter Navas. I guess, dass es Navas ist, ich habe keine Ahnung. Und damit führen wir zur Halbzeit. Alter, schießt den scheiß Ball weg. Oh. Ui, 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 das war knapp. Es gibt eine Ecke, aber immerhin ist das Ding geklärt. Erster Eckball damit für Paris. Und er ist gut. Der erste Eckball für Paris und er ist gut. Und es wird als Eigentor auch noch gewertet. Das ist noch bitterer. Und das tut mir für Kimmich leid. Extrem leid. Scheiße. Ja, dass es als Eigentor gewertet wird, ist natürlich auch dumm. Die Fans freuen uns an. Super Bayern wird weiterhin gesungen, aber das ist natürlich bitter. Paris stellt auf volle Offensive. So, Kimmich, mach einfach dein Eigentor wieder wett mit einem guten Pass in die Mitte. Und Robert Lewandowski. Er hat noch nie die Champions League gewonnen. In echt jetzt zum ersten Mal hier im Spiel. Noch nie. Und er macht sein Tor und Kimmich ist der Vorlagengeber. Das freut mich. Sehr schön gespielt. Ich liebe das, bis zur Grundlinie laufen und dann in den Rückraum. Ich liebe es einfach. Richtig geil für, glaube ich. Es gibt... Sag nicht, dass es Elfmeter gibt. Nee, es war eine Schwalbe, oder? Neymar, du... Hurensohn. Alter. Richtiger Affe. Das ist nicht passiert jetzt, oder? Ich gehe mich im Boden vergraben. Das ist nicht passiert. Scheiße. Lewandowski, ich hab dich echt gemocht und warst auch richtig gut. Ein Tor auch gemacht. Aber jetzt muss Haaland dran. Wir setzen unter Druck. Komm, komm, komm. Ja, wir haben den Ball. Müller, schöner Pass. Und warum geht da nicht Haaland hin? Alter, fuck, Mann. Warum ist da Gnabry hin und nicht Haaland? So eine Scheiße, echt. So, jetzt Konter. Haaland. Und unten ist Gnabry. Und unten ist Serge Gnabry. 4:3. Umrühren. Ja, wir führen wieder. Was ist das bitte für ein Finale? 7 Tore. Ein Eigentor, ein Tor, was ich absolut verschuldet habe. Dafür auf unserer Seite 1 bis 2 Tore nur durch Konter, weil Paris eben auf sehr offensiv steht. Hin und her und hin und her. Wir führen, das ist die Hauptsache. Elfmeter! Jawohl! Als ob das funktioniert hat. Ich weiß zwar nicht, ob ich den jetzt mache, weil ich in Elfmeter eigentlich total schlecht bin, aber es hat funktioniert. Es war so knapp. Der Torwart kam raus. Ich dachte, ich schieb den Ball einfach mal rüber. Vielleicht bekomme den Haaland. Und dadurch mäht mich der Torhüter einfach um. Sollen wir mit Haaland schießen? Müller eigentlich. Müller. Komm, Müller. Thomas Müller, bitte. Rechts unten rein. Bitte. Ich kann es nicht mehr ändern jetzt. Jawohl! Ich habe gesehen, der Torwart springt in die andere Ecke. 5:3 durch den Elfmeter.
Doppelpark Müller. So, Thiago raus, Goretzka rein. Ball weggespielt, ich hätte natürlich nie mehr erreicht. Schon geil, dass es dafür dann Elfmeter gibt. Und rechts unten, Thomas Müller verlädt Navas. 8 Tore, 5:3 und es ist noch nicht vorbei. Und Coman ist zum Kontern da, beziehungsweise um einen guten Pass auf Müller zu spielen da. Und der auf Haaland, Haaland! Jetzt ist vorbei. 3:6. Nice. Haaland macht auch noch sein Tor. Ich habe ihm den Elfmeter weggenommen. Dafür legt Müller jetzt auf Haaland auf. Starker Schuss. Das Ding ist durch, Leute. Yes, yes. Oh, nochmal, yes. So, Einwurf. 90. Spielminute. 6 Minuten gibt es noch oben drauf. Und echt, ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Krasses Spiel auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall zittern müssen. Aber 6:3, selbst wenn sie jetzt noch irgendwie ein Tor machen, da kann wirklich nichts mehr anbrennen. Aber Goretzka geht da auch noch gut dazwischen. Spielen mal vorne raus auf Haaland. Fast drüber gelupft. Schade. Wahnsinn. Wir haben es geschafft, in dieser Kehre Trippelsieger zu werden. Leute, hättet ihr das geglaubt? Ich war mir nicht sicher. Wir wären ein paar Mal fast rausgeflogen. Und jetzt ist es soweit. Wir haben es geschafft. Yes! Wahnsinn! Ich fass es nicht. Oh, Leute. Ist es geil, ey. Ist es geil. Oh, das ist so eine Erleichterung. So eine Freude, Alter. Ich zitter richtig. Mir ist richtig übel, ganz ehrlich. Was für ein Spiel. 9 Tore. Ey! Champions League, olé! Wahnsinn. Wir dürfen den Pokal in den Händen halten. Er sieht ja auch fast so aus wie der echte. Bisschen groß, aber. Wahnsinn. Verdient ist es mal wieder. Guckt euch das an. Wir haben die Saison sehr gut beendet. Meister, DFB-Pokal und Champions League. Souverän gewonnen. Paris hat sich alle Mühe gegeben. Ich mir aber auch. Oh. So, Müller ist the man of the match. Ja, absolut verdient. Sau, sau geil. Wir haben ein Angebot als Trainer bekommen bei Celtic Glasgow. Ja, nehmen wir natürlich nicht an. Wir wollen natürlich eine neue sauber Bein spielen. Wir haben das Triple gewonnen, Leute. Was zur Hölle. Alter. Sein Marktwert 55 Millionen. Manchester City bietet fast 87 für Alaba. Javi Martinez für 21. Alter, krasser Scheiß. Okay, Alaba, was für ein Angebot ist das bitte? Wir gucken gleich mal ein bisschen in die Statistik. Wir gucken gleich mal ein bisschen alles Mögliche nochmal durch. Und wer Bock hat, kann noch dranbleiben. Würde ich mich super drüber freuen. Und ja, das Abschiedsspiel dann auch noch gucken gegen The Old Boys. Ah, ich bin einfach nur noch happy, Leute. Ich bin einfach richtig, richtig happy. So, neue Mannschaftsplatzierung wird bekannt gegeben. Bayern in echt ja jetzt auf Platz 1, glaube ich. Was haben wir hier erreicht? In der neuen Rangliste belegt der FC Bayern München jetzt Rang 1. Leute, Leute, Leute. What the fuck? Lewandowski, ein Angebot von
100 Millionen Euro von Real Madrid. Digga, an 45 für Goretzka, das ist jetzt nicht so geil. 100 Millionen für Lewandowski. Also wenn ich die alle annehmen würde, wir wären steinreich. Alter. Wir können die ja alle annehmen und machen uns einfach ein schönes Leben. Wir beenden unsere Karriere einfach. So, damit sind wir beim Abschiedsspiel. Wir können mal kurz ein bisschen drauf gucken. Ein unvergesslicher Tag. Iker Casillas wird sich verabschieden. Wir können aber kurz mal drauf gucken auf die Turniere. Wir können mal auf die Champions League kurz mal blicken. Torjägerliste interessiert uns natürlich da am meisten. Lewandowski mit 9 Toren dabei. Und Müller hat ja einen Doppelpack jetzt gemacht, der Elfmeter. Und der eine Schlenzer zum 2:1. Damit auch auf Platz 2 mit 8 Treffern. Dahinter mit 7 Treffern Harry Kane. Und unten natürlich dann auch nochmal Perisic. Gnabry, Haaland auch mit 3 Treffern gut dabei, also Wahnsinn. Gucken wir mal, ob irgendwie Müller auf Vorlagen hier in der Champions League gut dabei ist. Tatsächlich Lewandowski, krass. Lewandowski als Vorlagenkönig hier. Modric dahinter. Thiago, aber Müller ist dann auch mit 4 eigentlich nicht so übel dabei. Auf den DFB-Pokal haben wir schon mal geblickt, deswegen blicken wir jetzt mal auf die Bundesliga und da bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wie viele Tore ich erzielt habe und ich weiß nicht, wer da vorne ist. I guess Lewandowski natürlich, ich glaube, der ist schon mit Abstand vorne. Wir gucken einfach mal, ja, Lewandowski deutlich mit Abstand da vorne. 26 Tore, also in der echten Saison hat er deutlich mehr geschossen. Nicht, dass mir jemand reinschreibt, unrealistisch, weil ich so viele Tore gemacht habe. Nee. Also hier, guck mal an, 26. Aber trotzdem deutlich vor Marco Reus. Müller, der zweite Bayern-Spieler, dann nur auf Platz 7 mit 11 Toren. Und Haaland, aber trotzdem echt krass, der Typ. Also Haaland... 9 Treffer dafür, dass wir den nur in der Wintersaison geholt haben, in der Wintertransferphase, also echt krass. Perisic hat sich auch gemausert mit 7 Treffern, noch relativ gut dabei. Gnabry und Coman, die beiden Flügelspieler, mit 6. So, und Vorlagen, ist es Müller oder ist er es nicht? Es ist Müller mit 12 Stück, also super Leistung auch hier. Natürlich auch da, muss man sagen, in echt deutlich mehr, also die Bayern waren in echt... diese Saison absolut krank, aber auf Platz 1 und das ist ganz, ganz wichtig, vor Götze und dann Thiago und Goretzka mit jeweils 6, da unten dann noch Kimmich, Gnabry, Davis, Alter, Davis mit 5 Vorlagen, auch nicht übel, sogar Haaland spielt hier ganz gut mit 4 Vorlagen, also nicht schlecht, nicht schlecht. So, genug mit Statistik, jetzt geht's ins Spiel. Letztes Spiel dieser Saison, letztes Spiel dieser Folge, letztes Spiel allgemein. Hey, die haben das gleiche Trikot an wie ich. PES! So, die Spieler verlassen den Spielertunnel. Es geht los. Ein letztes Mal zu PES 20. Das ist schon krass. Ich werde die Spiel danach wahrscheinlich bis PES 21 nicht mehr spielen. Dementsprechend krass ist es natürlich jetzt, das letzte Spiel zu machen. Und genau so habe ich es mir aber vorgestellt. Mit wirklich einem guten Gefühl hier reingehen, als Triple-Sieger in dieses Spiel zu gehen. Einfach absolut krass. Und ich wollte mir eigentlich die Aufstellung angucken, habe jetzt trotzdem weggedrückt, ich Idiot. Also ich habe schon gesehen, dass Dante mit dabei ist, also ein Bayern-Spieler auch am Start. Ziemlich, ziemlich cool. Ja, ansonsten, man kennt natürlich einen, den einen oder anderen. Kolarov zum Beispiel, Casillas, Pedro natürlich auch ganz klar. Bin echt gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Also gerne in die Kommentare ballern, was ihr euch vielleicht auch zu PES 21 wünscht. Könnt ihr gerne mal alles Mögliche reinschreiben. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wie ihr diese Karriere fandet, was man irgendwie noch besser machen kann. Ich nehme das dann zu Herzen, denn es sind nur noch 1-2 Tage. Dann werde ich schon PES 21 aufnehmen. Und das wird einfach super, super cool. Und da kommt schon Kimmich und Casillas mit der Fußabwehr. Das ist nicht nur das Abschiedsspiel von den Old Boys, sondern auch von dem FC Bayern München. Von mir. Und deswegen hauen wir mal einen raus. Läuft. Robert Lewandowski seit Rückfallzieher, keine Ahnung,
neunte Minute. So kann man sich auf jeden Fall schon mal verabschieden. Können wir die Folge eigentlich hier direkt beenden. Ja, der legt aber direkt noch einen nach. 12. Spielminute, 2:0. Robert Lewandowski. Wir wollen ja nochmal ein gutes Spiel hier hinlegen. Nochmal ein paar Mal die Tore hören. Uns hier gut von PES 20 verabschieden. Das ist ganz klar. Und Serge Gnabry. 16. Spielminute. Wird umgerührt zum 3:0. Kann man machen. Kann man machen. Und die haben nicht auf offensiv gestellt, auf sehr offensiv. Die haben sogar, glaube ich, auf defensiv gestellt. Trotzdem klappt es sehr gut. Oh, Lewandowski, ganz knapp. Gnabry knapp vorbei. Und Robert Lewandowski. Hattrick. Nach 29 Minuten. 4:0 für die Bayern. Schön von Müller natürlich. Ist der Assistgeber schlechthin. Macht er natürlich gut. Und dann steht Lewandowski allein vom Tor. Schöner Schuss. Neuer muss mal hin, aber auch der ist natürlich in guter Form. Wie oft darf man denn hier in diesem Spiel eigentlich wechseln? 6-mal, ja, okay. Halbzeit, 4:0. Kann man auf jeden Fall so lassen, würde ich sagen. Und Perisic eingewechselt. 49. 5:0. Wir haben zur Halbzeit 3 Wechsel vorgenommen. Perisic, Coman und Goretzka auf dem Feld. Javi Martinez geht runter. Gnabry und Leroy Sané. Und Alphonso Davies zum 6:0. 61. Spielminute. Wir haben wieder gewechselt, Davis ist jetzt neu drin, Haaland ist drin und Corentin Tolisso. Und eine Chance für die Old Boys, Doppelchance quasi sogar, nicht schlecht. Und nochmal eine Chance, diesmal ist er drin. Zweite Reihe nach dem Eckball. Pedro zum 6:1. Ein Ehrentreffer sollen sie bekommen. Da habe ich auf jeden Fall nichts dagegen. Carlos Tevez kommt rein. Da freuen sich die Fans. Den kenne ich auch noch. Den habe ich früher in Ultimate Team aufgespielt. Mittlerweile spiele ich ja kein Ultimate Team mehr, aber damals, das war noch Zeiten, das sag ich euch. 4 Minuten gibt's noch. In der zweiten Hälfte waren die Old Boys jetzt deutlich mutiger, deutlich mehr probiert und auch deutlich mehr Ballanteil. Wir machen sowas wie gerade eben, also ich komme vorne echt gar nicht mehr richtig durch. Ist nicht schlimm, es soll den Brasilien-Treffer leider nicht geben. Wäre natürlich cool, den 7:1 mal wieder zu machen. Aber ja, also ganz ehrlich, das Spiel war enorm gut und das haben wir absolut uns nochmal verdient, uns so hier in München zu verabschieden. Und das haben wir auch damit geschafft. Ich verabschiede mich damit auch von euch. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, für die komplette Saison, dass ihr mich unterstützt habt. Und ja, wir sehen uns dann in ein paar Tagen zu PES 21. Lasst einen Daumen da, wie gesagt, abonnieren, um nichts zu verpassen, vor allem den Start von PES 21 nicht. Vielen, vielen Dank für euer Dabeisein, fleißiges mit reinschauen, kommentieren und liken. Ich bedanke mich bei euch mit einem 6:1 gegen die Old Boys und einem Trippelsieg in dieser Trainerkette. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.